Ein Mann, barakallahu fikum, der wahrhaftig ist, gläubig ist, guten Charakter hat, barmherzig ist, Geduld zeigt. Ein Mann, der Allah fürchtet, der wird gefragt nach seiner Familie, der ist verantwortlich für seine Familie, der ist sauber, der respektiert seine Frau, der ist bescheiden und der ist nicht arrogant. Und er gibt seiner Frau ihre Rechte und er hält ihre Geheimnisse. Der liebt sie für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn er von ihr etwas Schlechtes sieht, dann guckt er was anderes, was gut ist. So einen Mann will der Islam haben. So ein Mann ist der muslimische Mann eigentlich. Und nicht ein anderer Mann, barakallahu fikum. Der gibt der Frau ihre Rechte. Und deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hätte ich jemanden befohlen, vor einem Menschen sich niederzuwerfen, dann hätte ich die Frau befohlen, dass sie sich vor ihrem Mann, dass die Frau sich vor ihrem Mann niederwirft. Aber natürlich, das geht nicht in unserer Religion, dass sich niederwirft vor den anderen. Deshalb, so ein Mann ist das, barakallahu fikum, der echte Mann und der richtige Mann, barakallahu fikum, nach den islamischen, nach sozusagen, barakallahu fikum, den islamischen Kriterien. Ein Mann, der, barakallahu fikum, der gibt seiner Frau von dem, was er hat. Der kümmert sich um seine Frau. Der behandelt sie gut. Der sagt ihr nicht, du bist hässlich. Der schlägt sie nicht. Auch tadelt sie nicht, außer in Notsituationen. Und wenn er auch tadelt, dann als Warnung und nicht als Wehtun, das bedeutet, dass der Mann sie wehtut, dass ihr wehtut, sondern dass sie nur weiß, in bestimmten, in ganz notwendigen Fällen, und das sind vielleicht 1 pro 20 Millionen. So sollte der Muslim sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten eigentlich, dass man die Frauen schlägt. Das ist im Hadith sahih. Barakallahu fikum. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns erzählt, salawatullahi wa salamu alaihi, dass er für die Schwachen ist, salawatullahi wa salamu alaihi. Die Frauen und die Kinder, salawatullahi wa salamuhu alayhi.